zurück zu einem Video S19 auf der Kalkanschlo für den Fabi. Ja, ich hab endlich mal dazu begeben, dieses kleine nette Gerät hier. Namens Fiat. Namens Fiat. Hat es dann endlich mal gerafft, dass es 40 km/h fahren soll. Du hast endlich mal gerafft, wie es funktioniert. Ja. Ja. Nee. So ist nicht. Sorry. Ein stolz auf dich. Genau, weil, das wollte ich jetzt einfach mal an. Wir haben ein paar Mods mit reingenommen, beziehungsweise ein paar, sind drei Stück. Und zwar einen Grubber. Würde ich sagen, der Grubber 6 Meter. Ja. Weiß nicht, wie wir den dann trotzdem. Pfff, den würde ich schon nehmen, weil es sieht voll schön aus. Ja, halt den Rand. Halt den Rand. So. Dann haben wir noch unter Kompakttraktoren einen Torrendo. Also von. Da steht auch Torrendo. Ja, weil das die italienische oder französische Art. Ach du heilige Scheiße, sieht ja komisch aus. Genau, das ist ein Torpedo. Den kannst du aber noch mit Farbe ändern. Ja, kann man. Und ein Case von der C-Familie. Nö, wir kaufen den nicht, wollte nur mal zeigen. Oh, okay, der Case. Hm. Der hat auch nicht so viel PS für eine Gruppe. Der ist hier auch der ist zwar mit 150 angegeben, der hat trotzdem 90. Ja, der Gruppe braucht 220. Weil nicht. Ja. willst du den nochmal kaufen? Achso. Einfach nur schön aussehen. Okay. Bist du jetzt vorne hoch oder Fiat? Aber du merkst jetzt schon, dass er nicht mehr 32, 33, oh, Fabi, gibt es so viel Gas? Ja, aber der ist in der Pflege. Achso, da kannst du hier gleich anfangen mit Grubbern. Nee, warte mal. Das ist eine Kurve, Fabi. Das war, nein, noch eine gerade Strecke, da ist aber gesprungen. Natürlich. Das ist sieht das aus in dem Gruppe? Ja. Nein. Sie kann sagen, im Beta-Gruppe, ne? Nee, nicht mal der würde das packen. Klar. Ja, aber ich komme mit dir, das packen. Junge, der, ich will nichts sagen, aber der MB-Truck packt einen Flug mit 300 PS. 360 PS, berghoch. Packt ein Beta. Ja. Ja, gut, aber der hier packt dann auch. Ja, das hab ich ja nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, du kannst auch einen Beta mal nutzen. Ja. Ui.
Weil was für eine Seemaschine. Weiß nicht, eine kleine, wie ist damit? Ja, super, die kleinste ist. Die kleinste ist die D8, D38. Ja, für 3 Meter. Aber schau, Der 6. die ist wirklich am sinnvollsten, die hebt man noch, also noch an der Heckhydraulik, nicht wie die von Federstahl. Möchte ja wirklich nichts sagen. Ne? Guck mal oben auf die Geschwindigkeit. Ja, passt doch. Maximal fährt der 17. Also. Häng mal den großen Roboter dran, mal schauen, was er dann macht. Es könnte jetzt sogar sein, ich habe die Dinger vom. Von wem hatte ich die noch? Von Big Bad? Nee. Nee, die kommt überhaupt Juhu, bis gleich. So, sind wir zurück. zurück. So. Ja, Adrian stimmt doch auch. Schon. Der Breite her würden wir so mit der 12 Meter durchkommen. Ja, gut, aber. Also Grubber würde ich halt nicht unbedingt mit dem Großen her durchheizen, aber Und Drescher? ja gut. Das ist dann halt auch. Ich brauche noch einen neuen Anhänger. Hey, nö. Ja doch, da kann man. Boah, nicht rein. Bist. Und jetzt deswegen wirklich in den 3000 Liter oder 4000 Litern. Hey, klar, mein Anhänger, den Strautmann. Ja gut, dann müssen wir den. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ja, bevor wir jetzt nochmal so einen Strautmann kaufen oder irgendwie sowas. Falsch. Was? Können ja einfach mit der Schaufel abrucken. Ja, das ist. Das geht ja eh eigentlich alles direkt da rein. Und ansonsten, wenn das nicht alles da reingeht, dann machen wir es mit der Schaufel. Packen es dann in den großen. Ja. So wenig wie hier runterkommt. Ich meine, da lohnt sich eigentlich auch neuer Drescher nicht. Sieht halt schon geil aus. Wie weit gehört uns das Land da eigentlich noch? Mal gucken gehen. Spätestens wohl nächste Ernte hammelt den Drescher. Gehört uns schon nicht mehr. Nee, dann geht das nicht. Ich habe gedacht, mit den alten Drescher können wir hier noch eine Halle platzieren. Genau. Ja, langsam wird es knapp mit den alten. Nein, nicht wirklich. Ach ne, stimmt, die eine steht doch drauf. Nein. Wir haben jetzt noch den Grubber. Oh, der verbraucht so viel Platz. 6 Meter. Nein. Ja, ich weiß, wir brauchen nur 3 dazu. Nee, nicht Noch mal. nicht mal. Ein Profis, Alter. Ja, lass mich. Nein. Kollision der Gruber, das fuckt mich irgendwie ein bisschen ab. An der Gruber haben wir sowieso unten dran keine Kollision, weil die ein LS in den Boden gehen und dann haben die aber einfach direkt keine Kollision eingebaut. Freddy! Schon. Ich hab nur 7 Minuten gebraucht dafür. Trotzdem 4, ne? Er passt nicht in die andere rein, glaube ich. Der ist jetzt schon 3 Meter breit. Er passt halt echt nicht in die andere rein. So inkompetent da ranzufahren. Nee, da haben wir das kleinste Tor nämlich gerade für den Tor. Dann stell was um. Alter. Ich muss mich umstellen, da können wir einfach nur das Tor. Ja, oder so. Kriegt ihn da vermutlich rein, aber nie wieder raus. Das ist momentan nur ein Steinproblem. Später erst wieder.
Das mache ich nicht, dann setze ich einfach hier hinten rum. Ach so, super, da hat der Rossi die Spritze hingestellt. Profi einmal hier. Ich, du hast zuerst gespritzt. Ich hab's ja denn gehört an. Ja, Oder Unkraut. wie ist die Spritze da steht? Ja, Profi am Werk. Nee, du warst ja wirklich. Mit Unkraut. Echt? Ja, Stimmt. da habe ich noch das neue Sander geholt. So. Neues Mittel. Also, ich bin heute erst fertig geworden mit den Videos hochladen, dann. Angefangen. Aber morgen brauche ich die. Tja. Ich muss noch zwei Stück rennen. Deiner werden. Das war schon mir gar nicht, weil es Trainings war bei mir eh nicht viel mehr bringt. Ich habe 20 GB voll. Ja, ich ja Das sind nicht. immer noch 5 GB, aber Ich das ist habe wenigstens eine Stunde und nicht drei. 4 GB. Ja, mein höchster 4 GB. Ich muss mir bald eine neue Festplatte kaufen. Ich habe kaum noch Speicher. Nein. Nein. Kommst du auf die Idee, Fabi? Hallo, komm, 1600 Euro verwalzen. Ja, stimmt, wir müssen nicht nur das Ei rein eigentlich. Bisschen Sturzen war schon wieder hoch. Ja und? Sind die alle ausgesorgt? La 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 li. Oh Gott. Hat Triff. es mir schon irgendwie angetan. Was? Der Case hat es mir schon irgendwie angetan. Ich habe mir den zwar nicht gar nicht mehr angeguckt, aber. Haben kein Geld. Der kostet mir. Ja, trotzdem. Ja, ich weiß. Och, Junge. Ich weiß, dass wir uns Land kaufen wollen mit dem Drescher. Du willst mal Geld ausgeben, dann fragst du dich, hey, wieso kann man das so leisten? Soll ich zustimmen? Nein. Er lässt den Rückwärtsgang drin hier. Hey, Hafer? Also, das heißt Hafer. Ich weiß nicht, was da drin soll. Ja, was für Tiere? Ergo, Hafer oder Weizen? Hm? Soja, Ölbrettisch. Mach Ölgeld, das brauchen wir auf jeden Fall. Oh, das wollte ich eigentlich immer mal machen, Ölrettich immer sehen als Zwischenfrucht. Aber das ist halt voll anstrengend, weil du dann Ölrettich sehen musst und dann. Ist halt doppelt so viel Arbeit. Meist irgendwo halt schon realistisch und gelbe. Das sind, glaube ich, drei Warten mit 12 Meter. Oder vier. Okay, also brauchen wir keine Wasser-Maschine. Kommt hier super zurecht. Das Einzige ist, ich muss hinten beim Ansetzen ein bisschen aufpassen mit dem Zaun, aber sonst. Ach so, du hast jetzt schon den Wald angesetzt zum Helfen, zum Ja, zum Grubbern. Helfen. Ja. Zähne zu helfen habe ich da eingesetzt. Also. Das ist doch richtig. Der hilft doch. Ja, ist gut. Weißstoffeld 21. Ja, Ja. war ja auch Da schon. bist du. Da war schon der Helfer, okay. Nee, der Helfer nicht. So, ja, das weiß ich, da kam ich gerade her. Meine Worte von vor 5 Sekunden. Ein kompetenter Mensch.
Da 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 da. Und raus. So. Da würde ich mir überlegen, die Wiesen müssen gepflügt werden. Ja. Da würde ich mir überlegen, was. Ja, musst du nur, ja. Ja, das Ansehen, das ist kein Problem. Du hast halt den Vorteil, du könntest einmal kurz sagen, wenn du jetzt mal ein bisschen mehr brauchst von Hafer oder so, kannst dann sagen, okay, komm, schnell runtergerubbern. Hafer drauf, fertig ist. Das wäre dann halt auch ein Vorteil. Du hast dann Fläche, womit du variieren kannst, wenn du zum Beispiel dann fest Gras drauf hast. Das stimmt natürlich auch wieder. Ja, hier ist es so schräg mit dem Gruber geht das, weil er sich einfach in den Boden eingräbt, weil der so rumwackelt. Und hiermit geht das nicht. Und du wolltest jetzt genau für die Kante. Aber das lohnt sich dann nicht. Kannst besser diese 2 cm stehen lassen. Nein. Ich bin wieder falsch gefahren. Lass mich raten, du willst Sojabönchen Ja, nein. Was soll ja so? Keine Ahnung. bisschen Hühnerbrust. Pfui, auch oh, ja. Ja, das geht da lang schon. Ziemlich kurbeln. Nee, mit Berg So. kann ich das gar nicht mehr. Die Sauerkraut bei den Hühnern ist auch Premium. Weißt du, was noch mehr Premium ist? Auch Käse. drei voller Eierkartons sind Premium. Nee, eine Ente ist Premium. Ja, ist doch gut, Fabi. Wir haben es langsam alle begriffen. Ey, bist du gerade, wurde gerade kurzzeitig ausgegangen? Fabi! Junge, hast keine anderen Hobbys? Ja, doch, schon, aber. Ja, Hat der Weiße auf einer Seite weiße Reifen? ach, frag einfach nicht. Wo ist denn jetzt? Ist halt das aus dem Video, wenn es dir gefallen hat. Das könnt ihr euch schon vorbei. Bis zum nächsten Mal dran, schaut noch. Ciao.